Jo, Freunde, willkommen. Ein neuer Siege hat angefangen, gerade gegen Phoenix 5 und irgendwas, was ich nicht lesen kann. So, was haben wir hier? Mihos und Trins, Clara, Savannah, Smith, Theos, okay. Ein bisschen was LD-mäßig. Oh, fuck, der wird schon attacked. Soll der Scheiß. Okay. Silvia Hall of Heroes scheinbar. Okay. Na gut. Tja. Kann ich den attacken? 11-3. Caemon, Theo und Savannah. Warum nicht, hä? Irgendwie weiß ich gerade nicht, was ich da machen soll. Soll ich statt Ciara? Ja, dafür geschissen. Okay, Ciara. Artefakt. Artefakt. Ziemlich crappiges Artefakt, aber. Ja, diese 8 Crit Damage bringen halt nicht so viel auf Ciara. So, dann haben wir hier Perna. Artefakt und Artefakt. Und Orion. Soll ich da Orion irgendwie. Was das? Na. Jetzt ist es schon zu spät. Ich hoffe, dass wir nicht outgespeedet werden. Wobei es eigentlich egal wäre, relativ. So, noch irgendwas Vernünftiges. Okay. Okay. Nehme ich. Bombe nicht resistet. Wir machen ein bisschen Damage auf Kaemon. Nur für den Fall. Okay, das ist mehr als genug Damage. Okay, Ciara hier. Hab's verstanden. So, Perna killt Kaemon. 40k ohne Attack Buff. Jo, Theo ist eigentlich auch schon Geschichte. Okay, hier. Der Theo macht wirklich nichts mehr. So, Savannah dismounten. Ja, Theo killen. Savannah killt Ciara, nicht so wild. Perna killt Savannah. Okay, GG. Erster Win. Gut, nächster hier so ein Mio-Kollege. Ihr kennt das Team eh mit Malakka. Artefakt. Und Artefakt. Fran. Artefakt und Artefakt. Und jemand Blushen. Okay, nice, der hat sogar Dings, der hat sogar Shield. Ich wollte gerade sagen. Machst du wenig Energy? Shieldzeit ist natürlich OP. Naja, na, da bringt es eigentlich auch nicht. Gegen Orion ist Shield ganz gut. Okay. Das ist natürlich wieder mega kacke, weil Franz sterben wird. Und wir keine Attack Buff haben. Okay, er ist auf Blushen gegangen, das ist gut. Bomben detonaten nächste Runde. Tja. Gut. Ich würde sagen, wir killen Galleon. Auf Mio würde ich nicht gehen jetzt unbedingt, keine Ahnung. Wir killen einfach Galleon. Clara können wir auch ignorieren. Mio killt. Okay, jetzt können wir es von mir aus probieren. Okay. Nicht perfekt, aber. Jo. Zweck trotzdem erfüllt, ne? Gut, nächster hier. Nochmal hier Kaemon und Theo Savannah. Mit Windpender. Nein, nicht du. Du? Jo, Windpender. Artefakt. Gott, ich kann mir das Ding gar nicht anschauen, wie scheiße das Ding ist. Ekelhaft. Verrat. Auch nicht irgendwie besonders hier. Und Tyrannus. Ich sage jetzt nichts dazu. Ja. Ziemlich wenig Healing haben wir. Aber. Dafür ein bisschen Control und alles. So. Wir machen direkt hier Defense Buff. Okay.
Ich würde sagen. Scheiß am Heal, Defense Break. Oh. Leider kann er durchgepoppt, sonst hätte man gleich killen können. Reicht der Damage? Nein, reicht der Damage jetzt? Jo, okay, jetzt machen wir Heal. Dann kill mal Theo, wunderbar. Stun in Savannah. Nevermind. Procken in Vio. Und Defense Breaking dich. Procken in Vio. Was eh egal ist, weil es ist eh schon GG. So, killen Savannah. Hätten Savannah gekillt, wenn wir gecrittet hätten. Macht nix. Okay. Wunderbar. Defense Break. Defense Break, Defense Buff. Und ja. Bioproc Crit und Kill und Mondstein Flieg und Sieg und Fuck you, Kaemon. Okay. Dritter Win. Ziemlich easy, ziemlich schnell. Gut, hier Ciara und die Twins mit Leo. Und Rika. Und natürlich Pisama. Das Ding ist, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher mit dem Team. Ne? Das ist ein bisschen. Full Will, hey, fuck you. Warum machen die das? Genau aus dem Grund nämlich. Ciara targetet jetzt auch Leo. Okay. Genau aus dem Grund mache ich das irgendwie nicht so. Weil im Shiner Leo Defense. Oh mein Gott, what the fuck hier? Chill. Stun. Okay, wir machen Damage auf Ciara. Weil Pisama die beiden anderen eh killen würde. Hoffe ich zumindest. So, Rika stirbt. Pisama wird natürlich gestunt. Ist ja nicht so, dass er Wasser ist. So. Bitte kill jetzt Ciara, Pisama, sonst sind wir, glaube ich, am Arsch. Okay, ich glaube, Ciara fällt auch um. Jo, so viel Damage hätte man nicht machen müssen. Ciara hat ja noch zwei Dots. Nicht ganz so perfekt, aber. So, hier ist Ciara, Elsharion und Dingens. Einfach mit Lucian. Und Speedlead, zweiten Kaemon. Wenn ich ihn einfach mal finden würde. Da, zweiter Kaemon. Nichts Besonderes, es geht einfach wirklich nur darum, zwecks Speedlead und falls irgendwie Belenus überlebt, was gut möglich sein wird, oder gut möglich sein könnte, ne, sollte irgendwie Kaemon das Ganze finishen können und ja. Gut, Elsharion ziemlich schnell, Belenus ziemlich schnell, holy shit. Bastard, gut, dass ich ein Speedlead gebracht habe. Okay. As expected. Ich sag jetzt nicht, du solost uns, na. Belenus hat sein Load gerade rausgeblasen. Oder so, wie soll ich sagen? Ich sollte vielleicht nicht so übertrieben trollen hier. So, wir healen jetzt einfach mal. So, ich meine, ist eh egal. Aber, ja. Na, nicht, dass es mir wirklich noch knapp wird oder so. So, die ersten 5 Wins. Und so sieht es momentan aus. Also, ja, wir fahren da gerade irgendwie ziemlich extremst wieder durch. Ich bin da irgendwie nicht besonders begeistert immer von sowas. Weil es meiner Meinung nach halt, ja, irgendwie einlädt zu einem 2 gegen 1, aber. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Das Ding ist ja, wir sind ja gerade Rang 3. Was eigentlich hier Phoenix. Okay, die Kollegen hier, diese Asiaten oder was das sind, was ich nicht lesen kann, sind Platz 10. Nicht schlecht. Und wo ist Phoenix oder so? Phoenix 5, Platz 20, okay. So, Odins. Odins, schnell, 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 schnell. Haha. Der Tower war noch nicht mal ab in normale Coins und ich bin total behindert hier. So, lag. Even more lag. Jetzt geht's wieder.
Okay, chill mal. Okay. Was ist gerade passiert? Puh. Irgendwie schon wieder scheiße, hä? Wie kann Tessarion... Ich baller den Typen, ich hab's eh versucht irgendwie, aber es ist mir irgendwie nicht gelungen. Ich wollte ihm irgendwie wirklich auf 100 Resistance runen, also er braucht ja eigentlich eh nur 44 Resistance dazu, so in die Richtung. Gut. Ich würde sagen, voll am Blossoms auf Tessarion. Vielleicht kommt der Jasun irgendwie nochmal dran. Tut er nicht. Okay. Gut. Können wir Oblivion auf Kaemon landen? Nein, aber wir Vioproppen. Nicht schlecht. Sieht schon wieder ganz gut aus. Ich zeig dann die Rune, wenn ich fertig bin, ne? So. Divine Sprinkle. Neues Oblivion. Resist, resist, resist. Okay, aber Oblivion. Fuck you, Bastet. Haha. Cammy hat übelst geile. Cammy brauche ich gar keinen Healer mehr. Also hier gegen so einen noobigen Odin. Wow. Komm. Also heal es mal Cammy vielleicht sogar gar nicht. Schauen wir mal, für wie viel sich Cammy healt, ne? So, chill. Wie viel Damage machst du? 19,5k, 19,8. So. Check, check, check. Was healt sich Cammy? Sehen wir das so? 4,6k. Nicht so übel, ne? Na gut, ist jetzt auch nicht so wild. Na gut, scheiß drauf, ja. So. Diese fucking Bastets hier. Wie kann das sein? Wie kann die Bastet alle Debuffs landen? Ne? Wir haben ein fucking Resistance Lead. Ja. Okay, Odin, schön für dich. Ich komme nicht mal gerade durch das fucking Bastet-Shield durch. Jawohl, Jason, komm. Okay, beruhig dich, Odin, du nervst gerade. Gut. Komm. Resist. Der proppt ganz schön, Junge. What the fuck gerade? Glancing? Müssen wir jetzt echt Odin zuerst killen? Proc? Auch schon lange nicht mehr geprockt. Jo, what the fuck? Chill, wirklich? Okay, ich glaube Jasun hat eh voll am Blossoms ready, aber... Okay, Cammy hielt sich auch gerade. Skill-Ups auf Tessarion würden so viel machen. So, Land Oblivion. Wie viel Resistance kann der Odin haben, hä? Unglaublich. Das ist sicher kein Odin, der irgendwie eine Slot 6 Resistance Rune hat oder irgendwie Max Resistance, dafür macht er für nicht zu viel Damage. Er hat eher 3 Violence Sets oder so, der Bastard. Ich schwöre, stell dir vor, der Odin wäre nicht auf Violence, sondern auf Vampire. Hey, wir würden nie gewinnen, solange das gerade. Solange wie das gerade dauert. Okay, sehr gut. Schwere Geburt, aber. Ja. Land irgendwas. Oh. 1800 Crit. Revenge, oder? War das ein Revenge? Ist mein Cesarion auf Revenge? Ich glaube schon, ne? Okay, Fall um. Ding ist halt, ja, Cesarion und Cammy überhaupt keine Skill-Ups und irgendwie auch trashige Runen, die ich schnell zeige. Cesarion? Jo, 15 Resistance, ne? Ist halt kacke.
Was haben wir da überhaupt? Wind Damage, weniger vom Wasser, zusätzlicher Schaden im Speed, who cares, und Attack proportional zu verloren HP. Auch unnötig. Das Ding könnte ich eigentlich mal maxen, oder? Ja, und auch nicht. Bin ich nicht zufrieden. Erhöht Speed Effect 11%, was ein Scheiß. Chasun hat gar nichts. Der arme Junge. Oder das arme Girl. Und Cammy. Was haben wir da? Erhaltener kritischer Schaden minus 3. Na, who cares? Zusätzlicher Schaden 4% Attack. Naja. Die Dinge sind so schlecht alles, so übertriebenst. Aber das ist gut. Also HP-Dingens, mehr Defense, je weniger HP wir haben, ne? Zweiter Skill, ja, Healing hier nicht so besonders, aber dafür dritter Skill. Wäre es nicht irgendwie für eine Fran oder so zum Beispiel? Aber Fran ist glaube ich wieder kein HP-Type-Monster, ne? Was werden da irgendwie noch? Für so ein Aerial, oder? Ist Aerial ein HP-Type-Monster? Ich glaube für Aerial wäre das Ding auch mega. Allerdings scheiß auf Aerial, also es passt schon, dass das Ding auf Chemis. So, Force 1 gegen hier Sylvia und Perna Lauren. Machen wir Eger, Illusia und Jultan. Tja. Oder irgendwas anderes ist der Illusia, Illusia ist halt übertrieben gut. Wir müssen halt, ich meine, scheiß drauf, ich mach's jetzt hier. Für den Zeitdruck halt, wir müssen halt nur Turn 1 überleben. Triple Will Chultan. Motherfucker, hä? Ja, okay. Na gut, das Ding ist halt, wir müssen Perna strippen und reducen. Okay, haben wir bekommen. Tja, ich glaube, ich muss healen, ne? Bioprop wäre nice. Ja. Okay. Allerdings, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir sleepen Perna. Die anderen machen nicht viel Damage. Na gut, die killen uns trotzdem sicher. Gehen wir auf Lauren. Fuck. Freeze? Nice. Was ist denn das schon wieder für ein Schwachsinn? Fuck hier. Chultan war irgendwie nicht so wild. Gut, probier mal noch mehr Glück, ne? Hier Kaemon, Vigo und Skogul mit den Wasser-Twins. Das Team, sag ich mal, hat schon des Öfteren gut funktioniert. Ja, warum ist die nicht maxed? Weil die scheiße ist, okay. Und Triana. Allerdings bisschen RNG und Luck abhängig, ne? Vor allem was Vigo Turn 1 macht. Schön. Gut. Na gut, dann hat sich erledigt, auf was wir gehen. Resist, Resist. Hey, wir haben 100 Accuracy, Junge. Hey, wir haben Accuracy Lead und Focus Sets und. Ekelhaft. So, Skogul. Junge, fick dich doch. Komm! What the fuck, Alter? Was ist denn das, hey? Geschlechtigt. Was, das geht mir schon wieder so am Sack, hey? Schau, wir können nicht mal im Defense Break landen. Na gut, komm, landen Defense Break. Ich proc jetzt nicht. Oh mein Gott. Sag mir, dass wir. Ach, das ist so lächerlich, hey. Na dann mirror mal die Scheiße halt, ne? Unglaublich schon wieder. Unfucking glaublich. Diese Drecksprox schon wieder den ganzen Tag. Wirklich. Holy shit. Abnormal. Abnormal. So, Defense Break. Gut.
killen. Dankeschön. Ich meine, ist ja wirklich okay. Weißt du, wenn es so ausgeglichen ist, sagt ja keiner was, ja? Aber what the fucking, wie drei Procs hintereinander? Ich meine, ist nicht irgendwann mal gut. Ich meine, wirklich, was willst du denn dagegen noch machen? So, und der letzte hier, Galleon. Irgendwelche Crap-Dinger, Teor. Und Tiana. Easy peasy hier. Oh, eigentlich wollte ich der Theo, glaube ich, als Dings machen, als Lead. Genau aus dem Grund, aber. Dann killen wir halt Better zuerst. What the fuck hier? Crit? Kein Crit. Oh mein Gott. Okay, reduce Perna. Du killst Molon. Perna killt Galleon. Okay. Wir haben schon bei Perna Second Life gekillt. Gar nicht mitbekommen. Na gut, was soll's, Freunde. Das war's. Für mich so schaut es momentan aus. Ich denke halt, ja, aber das wird recht safe ein Win sein. Dass ich die zweite verloren habe, fuckt mich echt an. Ein paar Dings, ein paar Defense Wins habe ich hier auf meinen Vigor-Dingens. Aber ja, was soll's. Was habe ich jetzt verloren? Dieses eine gegen Sylvia. Ja, Tultan. Weiß ich nicht, das war glaube ich eh nicht so übel, das Team. Ich hatte sogar irgendwie einen recht lucky Vio-Proc, aber die mal auch wieder ohne Ende geproppt, aber. Jo, was soll's. Und das gerade da mit den Twins, ja. Na gut, ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.